ist der Damm. Aber dieser Sturm ist unnatürlich. Ne, ne. Ich warte. Und so wurden die Verräter verraten. Ups. Da hättet ihr mal die Wahrheit gesagt. Zu uns. Sie hofften, wenn sie dich ans Messer liefern, würde ich Gnade walten lassen. Offensichtlich eine Fehleinschätzung. Und doch bin ich hier. Ausgeliefert. Wenn ich deinetwegen hier wäre, hätte ich ein Heer mitgebracht. Nein. Suttung wird seine Rache bekommen. Aber nicht hier. Ich weiß, warum du hier bist. Wir haben eine Rechnung zu begleichen. Nach dem, was du meinem Sohn wieder angetan hast, muss ich... Wieder lieferte einen ehrenvollen Kampf. Ich hörte anderes. Glaub nicht alles, was du hörst. Bei seiner Rückkehr war er zu schwach, um zu stehen. Und wand sich wie ein Wurm in der Sonne. Du hättest mich sehen sollen. Mein Gefolge musste mich nach Hause tragen. Nein, dein Junge kämpfte gut. Hast du deshalb sein Leben verschont? In der Tat. Aber du bist nicht hier, um Vidas Ehre wiederherzustellen. Du willst meinen Huger stehlen. Und ich habe vor, das zu verhindern. Woher weißt du das? Aesir, Jötun, Loki und du. Ach so, dieser Vida. Ihr seid beide des Wahnsinns. Hyrokin ist auch nicht besser. Und dieser Vida ist auch ein Sohn, auch wieder von einer anderen Frau. Also wir wissen schon von drei Frauen und drei Söhnen. Plus Loki, der adoptiert wurde. Oh, ist so dumm. Er könnte genauso gut schwachsinnig sein. Ihr verbreitet Unheil, wohin ihr auch geht. Und doch wissen wir wenigstens, woran wir bei euch sind. Bei Surt jedoch nicht. Er verlässt Muspelheim nur selten. Und wenn er es tut, teilt er uns wenig mit. Deswegen habe ich meine Spitzel entsandt, um herauszufinden, was er plant. Außer die Zwerge auszulöschen, wie er es schon mit den Alben Alfheims tat. Was weißt du über seine Pläne? Ich weiß, dass er ein mächtiges Albenrelikt gefunden hat. Und dass sein Scherge Kaldar den Auftrag erhielt, Hugir zu finden, um ihm Kraft zu geben. Dieser Kaldar ist nun in diesem Relikt gefangen. Und du willst, dass ich ihm folge. Ich muss den Hugerkerl gegen meinen Sohn eintauschen. Du? Der Suttung fast für sein Met tötete. Wirst ein legendäres Relikt übergeben, deinen Sohn nehmen und gehen? Einfach so? Lass deinen Wahn ruhen, Havi. Arbeite mit mir zusammen. Dann können wir Surts Gier ein Ende setzen. Das Wagnis kann ich nicht eingehen. Mit jedem Atemzug kommt Baldr dem Tod näher. Auch ich war einst Mutter. Doch wir müssen uns zurücknehmen. Zum Wohl aller. Wir haben lange genug gesprochen. So sei es. Komm! Verdamme mich zu einem Schicksal schlimmer als der Tod! Oder stirb bei dem Versuch! Kannst du mich mal... Wieder versucht etwas Ähnliches, als er gegen mich kämpfte. Das hat er wohl von dir gelernt. Scheiße. Ha!
überstehe, sollte ich einige dieser Kniffe selbst übernehmen. Hilfe nehme ich dankend an. Du bist der größere Krieger. Und doch sollte es nicht so enden. Nun tu, wozu du herkommst. Nun mach schon, Blinder! Beende mein Leiden! Oh, Ymir, wahrer Allvater. Mein Körper kommt zu dir. Gesandt von dem Betrüger, der schon den deinen fällte. Was mein Huga angeht, weine nicht um mich. Das habe ich nicht verdient. Nein, das hast du nicht. Ich muss mehr über den Hugakehr herausfinden. Vielleicht von Hyrokin. Aber ich habe seit meiner Ankunft in Svartalfaheim nichts von ihr gehört. Dann bleibt nur Ivaldi. Ich muss ihn aufsuchen. Wo war das doch gleich? Ah, die verfallene alte Werkstatt in Wangrin. Ja, das ist es. Ich gelange nicht hindurch. Was ich wohl dafür benötige und was wohl auf der anderen Seite wartet. Eine große goldene Vase oder goldene Kiste. Hm.
So, jetzt hätte ich gerne kleinen Überblick. Aha. Seine Schmiede ist hier vorne, die Zuflucht ist aber da hinten. Aha. Hier oben ist noch was. Ja, hier hinten müssen wir nochmal aufdecken, ja. Da auch nochmal. Okay, das DLC ist aber kleiner als Irland, oder? Kleiner als Frankreich auch, würde ich sagen. Also so vom Gefühl her, nicht so von, wir gucken jetzt rauf. Spring weiter. Ich kann nichts dafür, dass sie den Ausguckpunkt zur falschen Seite gemacht haben. Musst du jetzt durch. Kante runter. Hätte den Ausguckpunkt an der richtigen Seite gemacht, dann wären wir fast instant bei der Quest gewesen. Aber so. Das ist die alte Werkstatt, von der Ivaldi gesprochen hat. Ich sollte nachsehen, ob er schon da ist. Hier Säge, wenn man sie braucht. Mies. Richtig mies. Hallo? Ich lecke nach links, ich schwöre. Völlig unbrauchbar. Der Zwerg wird diesen Edelstein haben. Mies. Richtig mies. Völlig unbrauchbar. What the fuck? Wo ist eine ordentliche Säge, wenn man sie braucht? Erstmal wird er beklaut. Völlig unbrauchbar. Wo ist eine ordentliche Säge, wenn man sie braucht? Genau, wir müssen jetzt wahrscheinlich Werkzeug besorgen oder so. Etwas gefunden, das deiner Fähigkeiten würdig ist? Die werden reichen müssen. Schon bald wirst du sie einsetzen können. Bei Ymir ist das ein Hugakehr? Ich wusste gar nicht, dass es sie wirklich gibt. Ich kenne alle Sagas deines Volkes. Doch hörte ich nie von... Ich sprach nicht von meinem Volk. Du meinst die Lichtalben? Es gibt nicht viele, die sich an die Kinder des Lichts oder ihre Geschichten erinnern. Ich schon. Als Surt in ihre Lande einfiel, baten sie mich um Hilfe. Aber der Krieg mit den Vanir hatte gerade erst geendet und ich war müde. Viel später erfuhr ich, wie Surt das unsterbliche Licht der Alben verschlungen hatte. Huga um Huga. Womöglich ist es genau dieses Licht, das es ihm nun erlaubt, dem Tod zu trotzen. Und während der Eroberung muss er das Wissen über die Hugakeh entdeckt haben. Aber was bezweckt er? Welche Hugier trägt er in sich? Die zweier Kriegsfürsten. Ein Feuerriese und ein Jötun. Nichts weiter? Nein. Zumindest nichts von Wert. Er spricht die Wahrheit. Du gibst dich mit einem Feuergeist ab? Einem Feuergeist? Ich bin der heißeste Feuergeist in ganz Svartalfaheim. Lass mich dir Aesa vorstellen. Tochter des Surt, den sie verraten hat. Und eine Freundin von mir. Hat sie gerade angegeben, dass sie heiß ist? Auf deine alten Tage wirst du ganz rührselig. Was hast du herausgefunden? Nur Gerüchte. Mein Vater baut etwas Großes und Mächtiges wieder auf. Doch was genau es ist, weiß ich nicht. Und der Hugakeh soll Teil von diesem Etwas werden? Höchstwahrscheinlich. Auf jeden Fall ist er meinem Vater so viel wert, dass er tatsächlich deinen Sohn dafür eintauschen könnte.
Kehre zu deiner Stiefmutter zurück. Bereite den Austausch vor. Und noch etwas. Ich würde mich besser fühlen, wenn du geschützt bist. Sinmara reist überall herum. Aber ich werde mich ihr wie gewünscht wieder anschließen. Was der Hugakehr auch ist, ich muss ihn zurückholen, sobald Baldr gerettet ist. Warum? Ragnarök kommt. Ich habe meine Pläne, aber die sind nicht vollkommen. Vielleicht bietet der Hugakehr einen anderen Ausweg. Einen, mit dem ich jene, die mir wichtig sind, retten kann. Sogar dich. Um seine Geheimnisse zu entschlüsseln, brauche ich Hilfe. Gerüchten zufolge ist in der Nähe eine Zuflucht. Vielleicht kann man mir dort helfen. Sieh dich in dem größten Karst südlich von hier um. Sag ihnen, dass ich dich schicke. Kein Zwerg lässt sich die Gelegenheit entgehen, mit Ivadi zu arbeiten. Wangren war einst die Heimat deiner Rivalen, Sindri und Brock. Dein Name gilt dort vielleicht nicht so viel, wie du glaubst. Dass ich nicht lache. Die beiden sind ohne Belang. Ich folge dir, sobald ich eingesammelt habe, was ich brauche. Okay, dann dahin, was wir gerade schon gesehen haben. Welcher Ausgang? Diese Richtung. Wir gehen ein bisschen joggen, genießen das schöne Wetter. Hauen ein paar Gegner um, wenn wir welche finden. Ragnarok kennen wir ja schon. Willst du mich nicht treffen? Gab's ja schon in der Main Story zu sehen, was passiert. Beziehungsweise was den ersten Menschen, die ersten Leute, wie die es überlebt haben. Gleich ist es vorbei! Es soll irgendwo ein Zwerg in der Nähe sein. Zeig mir, was vor uns liegt. Ja, wenn ich was sehen würde. Haben die Schlangen dir zugesetzt? Geht es dir gut? Keine Bisse. Aber ich hoffe, diese Trollwarzen haben gelitten. Wenigstens halb so sehr, wie sie andere haben leiden lassen. Dass ich überlebt habe, verdanke ich dir. Wenn du dich in der Nähe der Hodder-Zuflucht befindest, komm zu mir. Ich will mich gebührend bedanken. Das ist nicht nötig. Mit Verlaub, ich finde schon. Wenn du dich auf die... Ich verstehe deinen Rachedurst. Dann gehe ich...
Heißt das Ding so? Wahrscheinlich, ne? Ach, das zählt auch als Rätsel von dem Gebiet. Okay. Suchen, die mich zur Zuflucht führen. Mit dem war da die Textur gerade nicht geladen, oder? Ja, geht da. Das weist den Weg zu einer Zwerg. So, ich hoffe, das reicht. Markierung wahrscheinlich. Die Pfade der Zwerge sind leicht zu. Genau. Was hat uns hier den Fluss lang? Okay, das hätten sie denn wegmachen müssen, dass du das vorher siehst. Das hätten sie wegmachen sollen. Das ist halt wirklich. Nur so gehen die und die Richtung und dann. Kannst du bitte da rumfahren? Nee, doch. Ein bisschen. Die Zuflucht ist nahe, das spüre ich. Ach, wie siehst du das denn? Das ist ja Quatsch jetzt. Das nicht sehen darf. Junge. Eine Kerze hinstellen, wie wär's? Jetzt mal alles absuchen hier. Warte. Ein Huga-Schrein und eine Sackgasse. Hier sind die Legende, den ältesten Baum. Okay. Wir ansonsten ist halt nur da hoch, ne? Ja.
sind wir richtig. Hier verstecken sie sich also. Das muss die Zuflucht sein, von der Ivaldi sprach. Ich sollte hineingehen. Macht auch nichts. Was willst du denn? Wie kann ein Haufen hungernder... Hallo? Magst du etwas von meinen... Zum halben Preis? Das klingt gut. Naja, gestern hatte ich die Preise verdoppelt, um mehr einzunehmen, aber niemand wollte kaufen. Du machst das noch nicht so lange. Ist mein zweiter Tag. Okay. Natürlich das wieder mitnehmen. Nun, wir haben richtig Geld. Euch brauche ich. Ja, komm. Sie muss was verdienen. Geben wir ihr was. Gift, Feuer. Kritschaden wird nach jedem Treffer. Take my money. Das ist wieder ein Housing, das ist Schiffszeug, Tätowierungen. Schon bin ich wieder pleite. Plunderverkauf. Los, kauf noch etwas anderes. Ich hab fast deine teuersten Sachen. Auf Wiedersehen. Ach, wie kann ein Haufen hungernder Zwerge so viel scheißen? Gut zu wissen, dass du an einem sicheren Ort bist. Schön, dich wiederzusehen. Hätte nie gedacht, mich so darüber zu freuen, hier zu sein. Aber dank dir bin ich es und lebe noch. Hier, als Dankeschön dafür. Du hättest an meiner Stelle sicher dasselbe getan. Danke dir. Ach, wie kann ein Haufen hungernder Zwerge... Es leben noch mehr dieser Jüton-Anführer. Das sollte ich ändern. So, was habe ich jetzt bekommen? Wie kann ein Haufen hungernder Zwerge so viel scheißen? Siehst gut aus. Ich weiß, danke. Händler. Wie kann ein Haufen hungernder Zwerge so viel scheißen? Diese Richtung Schmied. Du. Sei gegrüßt, Zwerg. Mal schauen. Also, es hat 3 gekostet, um die... Schön. Muss ich später gucken, ob ich das auch mache. Jetzt schauen wir. Das war seine Axt. Nach dem Töten etwas Gesundheit wieder her. Ich würde sagen, wo ist denn das Dings? Ne. Hier. Das ist Odins. Ne, halt, stopp. Gucken wir. Doch, das müsste Odins. Gelborg. Ich glaube, das war Odins Waffe. Irgendeine von den beiden. das waren die aus dem anderen DLC.
Feuerriesen. Das hasse ich. Warum es immer wieder hoch geht, gibt es keinen Grund für. Das war Feuerriese. Und das Feuerriesenzeug alles auf göttlich. Zwerg, Feuerriese, Zwerg. Damit wir unsere Mats auch ein bisschen ausgeben. Muss ich gucken. Hier sonst noch was, was wir hoch machen wollen. Ich könnte halt meine Paladin-Rüstung hochmachen, aber das. Berserker wäre auch nicht schlecht. So. Dich. Wir können halt ein Ding verbessern. Von dreien. Wir könnten das Berserker-Ding nochmal verbessern. Das Feuer-Ding nochmal. Weiß ich echt nicht, was. Lass uns bald wieder plaudern. Was ich davon haben möchte. So, wie sollen jetzt sagen. Ivaldi. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ha, bezaubernd. Also, sie suchen hier den Chef und sagen, Ivaldi kommt. Auf ein Wort, mein Freund. Ivaldi erbittet eure Hilfe. Geht mich nichts an. Red mit Ögmund. Ist er der Meister dieser Werkstatt? Meister? Nein, aber er ist der Chef, wenn die Meister nicht da sind. Ich habe doch gerade mit ihm geredet. So viel Scheiße. Ich schätze es nicht, wenn ich unterbrochen werde. Warum bist du hier? Sehe ich aus, als hätte ich Zeit zum Plaudern? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Sehe ich aus, als hätte ich Zeit zum Plaudern? Gott. Wen erschlage ich? Moment. Ah, ich darf hier gar nicht schlagen. Schade. Sei willkommen, Freund. Ist hier noch irgendwas? Oh, mein Rücken bringt Schön, mich dich um. Zu sehen. Ich kenne dich, ganz sicher. Seid gegrüßt. Ich bringe Kunde von Ivaldi. Was kümmert es mich? Sprich mit dem Vorarbeiter. Dem Vorarbeiter? Ja, dem Chef. Ögmund heißt er. Du weißt, wie das läuft. Löse ein Problem für Reda und du wirst belohnt. Jagen Sie. Danke, dass du den Auftrag annimmst. Ist das... Bevor die Riesen kamen. Skorn! Auf die Zeit, als der Met süß war und die Eichen. Dieses Bier schmeckt seltsam. Natürlich an all den Pferden, die Rollen erstickt sind. Skorn! Du!
Also von ihr gerade, das war nur die Opal-Quest, die Weekly und Daily. Was sehen meine müden Augen? Weiß nicht, was denn? Du bist zurück! Ja! Gibt es denn hier niemanden mit Erfahrung, der dich... Nö, ich hab einfach eine Marke... Nein! Du findest mich schlecht! Willst du mich damit dazu bringen? Klappt es denn? Oh. Auf Wiedersehen. Wie kann ein Haufen hungernder Zwerge so viel scheißen? Was willst du denn? Ivaldi schickt mich. Er braucht die Hilfe fähiger Hände. Ein Wissensaustausch, was? Tja, das hab nicht ich zu entscheiden. Sprich besser mit Brock oder Sindri. Die leben noch? Wo sind sie? Keine Ahnung. Sindri ist zu Abenteuern aufgebrochen. Das ist sein Ding. Allerdings ist er schon eine Weile weg. Was heißt eine Weile? Ein paar Wochen. Und seine Abwesenheit sorgt dich nicht? Es ist nicht meine Sache, wohin er geht. Und Brock? Der ging Sindri suchen, ist ein ziemlicher Schwarzseher, seit er beim Schmieden von Mjölnir Mist gebaut hat. Na egal, sag mir einfach deinen Namen und ich sage Brock Bescheid, wenn er wiederkommt. Sag ihm, der Herr Asgards war hier. Der Herr... bei Ymir. Bist du es wirklich? Ich kehre heute Abend zurück. Hole du derweil Ivaldi. Er ist in den Überresten der alten Werkstatt. Warum bist du hier? So und nicht anders. Moment, warum ist ein Kopfjäger? Hä? Moment. Das sind aber keine 60 Meter, das war eine andere Anzeige, ne? Von hier nach da sind... Was? Moment. Die Anzeige ist doch falsch, what the fuck? Ach, was sehen meine... Naja, okay. Okay, ich meditiere einfach, das ist einmal abends. Und dann gehen wir dahin wahrscheinlich, so wie es aussieht. Oder... Also für so ein bisschen Spaß. Oder wir warten hier nach dem Meditieren. Ja, komm, wir warten hier, machen die Story weiter. Dann muss ich die Opal-Quest... Nicht so. Kann ich auch ein anderes Mal machen. Ja. Also, einmal meditieren und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Ciao, Leute.